Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Three Hopes oder Fire Emblem Warriors Three Hopes. Ja, wir spielen weiter. Ich habe jetzt den Controller angeschlossen, der leider gerne mal Fehler macht. Hätte jetzt so einen kleinen Rechtsdreher, ich weiß nicht wieso. Die Magierin und der Kavalier werden gerettet. Die sind da. Wird besiegt. Okay. Gut. Bernie und Charissa. Weil es sinnvoller. So, dann gucken wir jetzt gerade noch mal, dass die Einheiten. Oh, Eisenbogen ist höher als auch interessant, gut. Dann mal los. So, wir sind jetzt ein Dieb. Besiege die Truppen der Mönche und rette die Truppen der Magierin. Ja, gut. Ist ja relativ eindeutig, ne? Als Dieb ist der ja unnormal heftig. So, dann gehen wir jetzt nach rechts, weil auf jeden Fall, Bernie. Ich sehe alles, was du machst. So, ich hoffe, das ist einigermaßen mit der Lautstärke in Ordnung. Ich weiß, es ist ein bisschen leiser, man muss ein bisschen lauter dann das Mikro stellen, die Kopfhörer stellen. Ich versuche das natürlich für die Muss ich den eigentlich noch retten? Ich meine, der rettet sich gerade selber. Ups. Jetzt habt ihr gesehen, was für Spiele ich zocke. Ja, tatsächlich, es war ein Geheimtipp. Also, warte mal. Wie komme ich da denn nochmal hin? Ja, da. Hentai Uni und Make Love Not War sind tatsächlich, ja, sind Hentai-Spiele. So, leicht. Das ist ein Puzzle-Game, so, die natürlich,
sehen die Mädels in gewissen Posen und dann verlieren die halt immer mehr Kleidung. Das ist ganz lustig, tatsächlich. Aber jetzt nicht. Ja, aber das Spiel, das sind offiziell lizenzierte Spiele für Nintendo Switch. So, ne? Das ist ja das Interessante tatsächlich. Du machst den kaputt und ja gut. Natürlich kümmere ich mich jetzt um die Dämonenbestie. So, Bernie ist endlich fertig. Eine Hilfe brauche ich definitiv nicht. So, ah, das zieht nicht viel. Aber der Dieb ist ja unnormal badass, ey. Ohne Witz, der ist ja unnormal heftig. Na, jetzt mal no joke, ey. Der ist ja unnormal schnell. Ich will gar nicht wissen, wie heftig ein Assassin denn da drauf geht, ey. Junge, der rasiert ja wahrscheinlich komplett dann. Kann ich mir dann vorstellen, so, ne? So. Ja, aber sind halt noch nicht alle down. So. Hier ist zum Beispiel noch ein Bollwerk. Kommandant, den muss ich erstmal ausloggen noch. Ja, muss ich. Es ist, für mich ist sowas gezwungen. Ich muss sowas machen. So, damit habe ich das Ding auch eingenommen. Hildegard hat Probleme. Was geht? Rodrigo Achill. Fatal aus. Okay. Ich finde es cool, dass wir gegen die Generäle da auch oder gegen die ganzen berühmteren Leute da antreten, so, ne? Das finde ich cool. Ja, das feiere ich tatsächlich übel. Klar, mach ruhig. Aber ich sag ganz ehrlich. Da ist nicht mehr viel übrig, was du dahin schicken willst, sag ich dir.
Ja, natürlich ist der Gesamtdamage, den er macht, nicht gerade groß. Aber es reicht halt gegen gewisse. Ja, wobei. Wir haben ihn ausge. Ihr sagt, oh, es reicht nicht aus, und dann knock ich ihn einfach aus. Oh, ein Stall. Ach, wie cool, wir haben sogar S-Rang. Nice. Ja, ich muss gerade ja wieder auf Nachrichten. In dein neues Gebäude scheint manchmal oben links auf dem Kriegskarte ein Expeditionssymbol und dazu der Name einer Einheit. Lädst du diese Einheit zu einer Expedition ein, steigt der Unterstützungswert stärker als sonst. Wenn du die Einheit einmal auf die Expedition wird sie nicht noch. Sie wird auch nicht mitkommen wollen, wenn du in den Kampf ziehst, bevor ihr auf die Expedition geht, okay? Also, herausfordernde Quests. Der Kampf findet unter verschiedenen einschränkenden Bedingungen statt und im Gegenzug dafür hast du eine größere Chance, durch Erkundungspunkte und durch ein S-Rang-Ergebnis bessere Belohnung zu erreichen. Okay. Monika möchte eine Expedition. Gut, wir gehen einmal nochmal zurück. Wie gesagt, wir müssen eine Expedition machen mit Monika. Sowieso nochmal gucken, wie man das macht. Okay, der ist mit Dings fertig. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch irgendwo anders haben möchte. Das ist der einzige. Ach so, wir müssen. Ach, ja. Jetzt weiß ich. Ja, wir müssen zu der Person hin. Dann quatschen wir mit denen. Und dann dürfen wir jetzt auch.
Dann zu den Ebenen. Geil. Cool, Ladebalken einfach mit den beiden. Das finde ich cool. Das ist lieber zum Detail. Die üppige grüne Landschaft liegt vor dir, soweit das Auge reicht. Du bindest die Pferde an und lässt sie auf der Wiese grasen. Bruder, das Ding ist ja sowas von hart Fanservice, ey. Ohne Witz. Ja, geil. Das Ding ist ja sowas von... Scheiße. Are you ever overcome with feelings of complete and utter helplessness? I'm asking for a friend, of course. Mann! Ich finde in solchen Sachen einfach nicht gut. Well spent. Let us do it again sometime. Das ist ja scheiße. Ja, das war echt schlecht. Assist with any matters regarding the facilities. Let me know if I may be. Naja, verkackt halt, ne? So, zu dem gehen wir gleich. Ich will jetzt hier, weil hier ist ja dieses Ding da. Nicht, dass mir das wegkommt. Jetzt krieg ich 1000 Nachrichten, ey. Ohne Witz, ey. Der tut mir sehr leid, Leute. Ah, warte mal. So, jetzt kriegen wir natürlich noch 1000 Nachrichten auf dem Handy, ey. Meine Fresse, ey. Ach, Mann. So. Lass eine festgelegte Zeitspanne vergehen, nachdem der Gegner angefangen hat, die Windmühlendorfruinen anzugreifen. Ey, ey, ey. Wo sind denn die Windmühlen? Bauerndorf, was da in. Ach, warte mal. Dorfwald. Hä, was sind Windmühlen? Oder heißt das insgesamt Windmühlen? Das kann natürlich auch sein. Naja, warte mal, warte mal, warte mal. Wer will denn überhaupt Wettkämpfe? Status. Nein. So, genau das wollte ich. Nur kurz checken. Wer Bock hat zu kämpfen? So.
Dann würde ich sagen, let's go. The fight starts now. So tired. Oh, if I must. Leave this to me. Begin. The Sky Spirit, watch it, here I go. No mistakes. They must. But I can't sleep now. Do you want me to lay an ambush? I can still fight. Das wollte ich gar nicht. Ich finde es auch cool, dass man die den Damage anzeigt, den man der Einheit gerade zufügt. Okay. We're not losing to anyone.
holds ours. Supi. I must. You're not going to collapse from overusing your power, are you? I must admit, I'm a bit worried. Ich weiß nicht, hat Petra irgendwie keinen Bock? Was macht die denn bitte schön? Ach, jetzt hat sie es eingenommen. Aha. Jetzt hat sie das Ding erst eingenommen. Naja, gut. Ja, irgendwie so ein bisschen unwirklich mit der Lanze. Aber wenn sie damit fertig ist, dann läuft's besser. Gut, dann kann ich mir vorstellen, warum das so lange dauerte. Kommen leider immer wieder auf die Taste drauf. Ja, wahrscheinlich hört man den Controller jetzt deutlich mehr als die Joy-Cons. Aber ich kann mit dem hier einfach besser drauf tippen, finde ich. Also macht für mich mehr, gibt mir mehr Feedback, finde ich. Finde ich süß, dass Edelgard auch hochgeht. Und wir Schieß halt komplett alleine lassen. Das finde ich cool. Gewonnen! Schauen wir mal, ob wir es haben auch. Ne, lass wir nochmal machen.
Linhardt, ja, Petra noch nicht. Das dauert noch mal. Naja. Aber den einen werden wir jetzt noch machen. Wie gesagt, den hier müssen wir jetzt machen. Vorher gehen wir aber kurz zurück, weil, wie gesagt, der gute Linhardt, der jetzt hier auch gerade gezeigt wird, ach, hier nochmal eine Stütze Expedition. Okay. Priester oder Magier? Magier. So, alles andere ist, glaube ich, gut. Edelgard möchte auf Expedition gehen. Das Problem ist nur, bei ihr werde ich hart verkacken. Das weiß ich jetzt schon. Und ich möchte sehr gerne mit ihr auf Expedition gehen, natürlich. Bin mal gespannt, ob wir noch weitere Sachen freischalten. Ich finde das aber auch lustig, dass unten immer die auch die kleinen Symbole von denen sind. Ja, schön, ne? Tell me if you see any pretty flowers. Not to pluck mine. Fuck! Ich will so... Blärt. I thought outings like this were a noble pastime, but I see you're an expert at it as well. Hello. There are hunting grounds near Envar that the Imperial... Fuck off. Sorry, aber bah. Bin so schlecht in sowas, ey. Okay, mit Petra darf ich. Hey there, Petra. That would give me much joy. An opponent with toughness will keep me. You mean me? Nah, you're also, aren't you a queen now? I didn't realize dawn to dusk training. I have not become queen yet. But and yes, in Brigid, royalty must have knowledge of fighting. To be leading our people, a ruler must have more strength than any other. They must be the hardest to kill. My people are expecting. So, it's the toughest person calling the shots, huh? I love it. This is how it is meant to be working. Mercenaries are always seeking strength too, correct? That's true. A merc lives in... If you're not better than the next opponent you face, they'll be the last one. Yes. Dying is without productivity. But it gives me a surprise. A queen must be facing any wolf who comes to her door. But you can... Depends on how much food you can put on the table that week. Most of us mercs barely scrape by, and end of the day, it's just business. Some mercs will take the coin and blow town. I guess you don't have a lot of cell swords. Correct. We do not require in Brigid. Everyone is a hunter. Everyone is a fisher. Everyone. That sounds incredible. In a place like that. Your words give me great happiness. Ach, brauche ich doch gar nicht, ich bin doch daneben. Which battlefield are you headed to? Eine große Gefahr, ja geil. Ey. Was? Ach, lass mich raten, das sind Bestien, ne? Ja, Dämonenbestie.
und krude Dämonenbestie. Aber wir sehen endlich mal die Kollegen da. Das finde ich cool, die wollte ich sowieso mal aufs Maul hauen. So, dann habe ich gesehen, dass Dorothea und Happy ganz gerne dabei sein wollen. Let's go. The fight starts now. Imperial forces attack. Okay, but I'm not doing any extra work. We won't lose, no matter what. Bah, hab ja alles vernichtet, ey. Krass. Auf jeden Fall nicht es, weil wir zu viel Damage eingesteckt haben. Oh, doch nicht so viel. Dachte eigentlich, weil Happy und Dorothea sind ja fast draufgegangen. Ja, sie kriegt natürlich den Held, weil alles selber gemacht hat, ey. Ja gut, hab ich ja gemacht, so, nee.
Ja, cool. Direkt S-Rang. Das kann sich sehen lassen, Leute. Das kann sich sehen lassen.